So, liebe Freunde, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben uns ja doch dafür entschieden, weiterzuspielen, anstatt erstmal zu essen, weil wir haben gesehen, es ist noch nicht ganz so spät. Essen tun wir später. Wir werden jetzt noch 2 Stunden zocken und dann geht's essen und dann ist für diesen Tag erstmal die Aufnahmesession gelaufen. Das sollte dann erstmal fürs Erste reichen. Bis zum nächsten Mal. Und wir werden jetzt erstmal oben lang gehen. Guck mal, jetzt. Warte mal. Will ich da? Ja, doch. Wir können da oben erstmal lang gehen. Weil alles, wo der Weg nicht ganz so weit ist, da können wir auch die Seelen riskieren. Ja, hier kommen wir ja die ganze Zeit durch. Sag das nicht. Auch die leichtesten Gegner können einen umbringen. Der. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel auch wieder so ist wie im zweiten Teil, weil im zweiten Teil war es so, wenn du bestimmt oft eine und dieselbe Stelle wiederholt hast, sind die Gegner nicht mehr aufgetaucht. Ja, wäre aber scheiße, finde ich. Ja, im Grunde schon zum Farmen ist das hinterher ganz gut gewesen. Die beten den Drachen an. Vor dir ist ein Drache. Hä? Vor dir ist ein Drache. Wenn du links guckst. Oh, 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 oh. Halt. Ganz schön fiese Stelle. Und was ist das für ein Feuer? Der Drache? Nee. Auf der anderen Seite. Der schmeißt das. Achso, der da oben. Ja. Da ist auch noch einer. Wo kommst du denn weg? Oh, oh. Irgendwo hat ein Drache geschrien. Ach, da hinten der. Wieso liegt denn da noch so viel rum? Hat der die Position gewechselt? Ach nee, das da oben, wo wir noch gar nicht hingegangen sind. Da liegen noch 2 Gegenstände. Ja. Das wird da oben sein. Da auf der unten sind wir rumgerannt. Da liegt auf jeden Fall was. Das können wir ja erstmal nehmen. Das Fernglas. Das gibt's auch in jedem Teil. Und ganz ehrlich, das bringt nichts. Weil, wenn du hier guckst, ich kann dir das nochmal zeigen, das ist so doof. Nein, das wollte ich nicht. Das bringt auch nicht viel weiter. Ja, das meine ich. Das Fernglas ist total dumm. Das ist einfach nur so ein Gimmick. Aber hier oben scheint nichts mehr zu sein. Wobei, um den Drachen drumherum, da war doch, glaube ich, auch noch was, oder nicht? War da nicht der Durchgang? Hatten wir das nicht festgestellt? Ja, wo noch der Gegenstand lag? Das haben wir gerade noch gesehen. Hier wahrscheinlich, wa? Weil hier waren wir noch nicht. Ja. Ja, der hat mich. Goldenes Kiefernharz. Ist das das, womit man die Waffe elektrifizieren kann? Fügt der Waffe der rechten Hand Blitz hinzu, tatsächlich. So, jetzt müssen wir eben gucken, wo war der Gegner. Da war der und der andere da. Da. Ja, ist jetzt die Frage, wolltest du hier weiter versuchen oder wolltest du es auf der anderen Seite versuchen, wo das hässliche Viech war? Wobei, jetzt wo ich schon hier bin, wa? Jetzt will ich auch weitergehen.
Da liegt noch was. Scheiße, wir können ja gar nicht aufsteigen. Wir müssen ja zurück zum Feuerlingsschrein. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ja, über Reise. Ja, und dann wieder zurück. Ja. Ich will erst aufsteigen. Die Seelen loswerden. Weil 10.000 Seelen, wenn die verloren gehen, so am Anfang, wir haben ja noch gar nichts geskillt. Ne, dann wird's auch einfacher. Wahrscheinlich. Wo ist sie denn? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Okay, wir können... Jetzt fängt ja auch das an zu singen. Zauberei, Kondition. Das ist die Ausdauer. Belastbarkeit, Stärke. 800 kostet ein Level. Stärke 16. 13. So sieht, glaube ich, ganz gut aus. Intelligenz brauchen wir nicht. Glaube und Glück brauchen wir auch nicht. Vitalität später noch. Das Leben, Vitalität. Ja. Jetzt siehst du auch, was wir alles hier verbessert haben. Belastbarkeit ist jetzt gestiegen auf 2 mehr. Das heißt, wir können 2 Pfund mehr tragen oder was weiß ich. Waffenschaden ist gestiegen. Resistenz gegen Bluten ist halt auch alles gestiegen und da ist auch komplett alles gestiegen. Nee, machen wir. Jetzt haben wir noch 400 Seelen, wenn wir jetzt sterben, ist scheißegal. Jetzt können wir uns erstmal bis zum nächsten Feuer durchschlagen. Farewell, Ashen One, may the flame. Dann können wir jetzt auf jeden Fall auch probieren, ob wir da beim Drachen rumkommen. Oben. Katus Krummschwert, das alles, was da im den Ladebildschirm angezeigt wird, das kriegen wir auf jeden Fall auch irgendwo im Spiel. Was? Diesmal ist er nicht wach geworden da hinten. Diesmal war er lieb. Aber wir müssten... Jetzt könnte ich ein Problem haben, uns fehlt jetzt ein Gegner. Wie meinst du das? Ach der, guck, der wird auch lebendig. Wenn der Fackelträger den ruft. Wow. Gut. Überleg mal, wie lange ich schon an der Stelle rumkrepel, ne? Jetzt kommen wir wieder zum Drachen. Meinst du jetzt den Weg nach oben? Hä? Meinst du jetzt den Weg nach oben? Ja. Ja, Gott sei Dank, der Bogenschütz ist weg. Mann.
rennen jetzt aber erst nochmal eben hier durch, um die Gegenstände zu sammeln. Wieder eine leichte Armbrust. Ein Holzschild. Jetzt habe ich das Problem mit dem Drachen wieder, ey. Dass ich nochmal umgedreht habe. Was? Was? Warum? Feuer auf dem Boden. Aber das hat uns hier unten doch auch nichts getan. Weißt du, was ich meine? Ja. Da kommt man vielleicht kommt man da gar nicht hoch. Ne. Müssen wir da. Ich versuch's jetzt noch ein letztes Mal. Ne. Hier kommt man nicht hoch. Man muss vielleicht den Drachen erst ausstellen oder so. Das heißt, uns bleibt nur der Weg an dem Ritter vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt tot ist. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Boah, boah, macht der einen Schaden? Du hast nicht mehr viel Leben. Du hattest am Anfang nicht mehr viel Leben. Oh, oh, ich wollte. Hallo. Trink was. Kacke. Oh nein, nein, shit, shit. Der war so gut wie tot. Auf den hast du gar nicht mehr geachtet. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass der aufsteht da hinten. Oh nein, wieder an derselben. Obwohl, wir haben ja keine sowieso kaum Seelen, die wir... Nee, das ist egal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe. Ja. Ich habe da wieder nicht dran gedacht, dass wir ja die Seelen ausgegeben haben. Wo bin ich denn? Aber das ist halt das, wenn man dann mal die Seelen gesichert hat, weil man sie ausgegeben hat oder sowas, dann, jetzt hat der sie doch geweckt, dann geht man da ein bisschen schneller durch. Ja. Scheiße. Du solltest übrigens, wenn du die Spiele auch noch spielen willst, den ersten und zweiten Teil, ne? Ja. Du solltest sie definitiv mit den DLCs spielen. Weil das sind riesen Inhaltserweiterungen, riesen Gebiete, die dazukommen. Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist der zweite Teil mit 50 Bossen dabei. Ich mach das schon. Ich glaube pro DLC 3 Bosse. Und halt ein Hauptspiel. Lass erst den Bogenschützen weiter weglaufen. Dass der gleich auch vom Feuer getroffen wird. Ich glaube, jetzt kannst du den Drachen rufen. Ja. Ja, war gut. Oh, der war gut. Oh, der hat doch geklappt. Da macht er übrigens auch noch andere Attacken, ne? Wenn du rollst und dann schlägst, dann macht er den Stich, den du jetzt gerade gemacht hast. Wusste ich nicht, aber er klappt.
3 Brandbomben. In den anderen Spielen war bei 99 Schluss. Ja, jetzt hast du das Problem. Wolltest du das wieder versuchen mit dem Drachen oder wolltest du ihn so töten? Ich weiß nicht, ob ich kann. Wenn du den... Wenn du den mit Brandbomben machen willst, ne? Dann dauert das ein bisschen. Der zieht nur 70 Leben ab. Oh, das war gut. Aber achte drauf, du hast keine Ausdauer mehr. Jetzt kommt gleich der Gegner. Der Schildschlag ist gemein, der zieht dir komplett alles Ausdauer ab. Jetzt! Jawohl! Du hast uns, du bist der Erste, der ihn so geschafft hat. Trink was. Ah, stimmt. Okay, aber ich habe jetzt auch mal drauf geachtet, welchen Schlag man abwarten sollte. Du kannst übrigens, wenn du Y drückst, drück mal Y. Der obere Knopf. Jetzt hast du die Waffe in beiden Händen, hast jetzt aber nur kein Schild. Will ich nicht. Das geht nämlich auch, um noch mehr Schaden zu verursachen. Das könnte ich auch machen. Versuch das mal beim nächsten Gegner. Den da oben. Geh mal die Waffe in beide Hände, geh mal hin und hau den. Mann. Ja. Klappt. Ey, das ist doch scheiße. Jetzt hast du. Ich meinte aber eigentlich den anderen, aber... Den da? Ja, den kannst du anvisieren, geht noch nicht. Wenn man so spielt, muss man übrigens mehr rollen, um auszuweichen, weil das ist mehr so, dann so die Ausweichstrategie. Ohne Anvisieren, meinst du? Ich würde das Schild trotzdem wieder nehmen. Ja. Ist immer sicherer. Jetzt war da einer. Genau. Unten waren, glaube ich, 2, ne? Oh, ich habe gerade gesehen, da ging es auch durch, ne? Ja, das wusste ich, aber da bist du durchgegangen. Da bin ich... Nee. Da bin ich nicht durchgegangen. Nee, doch nicht. Das habe ich gar, habe ich übersehen vorhin. Ich habe es aber gesehen. Ja, hätte auch was sagen können. Ich habe es auch gesehen. Pass auf, da ist ein Loch, ne? Wenn du da runterspringst, dann fällst du noch einen Stockwerk tiefer. Gucken, was da unten. Wo ist denn der gerade hergekommen, der andere? Da war doch noch ein zweiter in dem Raum, oder nicht? Unten vielleicht? Nee, warte mal, kam der, war der rechts? Da bist du gegangen. Da ist er. Der saß hinter dem Fass, deswegen habe ich den nicht gesehen. Ah, jetzt kannst du ja aussuchen, ob du oben durch die Tür gehst, unten die Treppe runter, wir oder? Ja, gucken, ob da das Feuer ist unten. Stimmt, hast recht. Den einen Gegner werden wir ja jetzt hinkriegen. Ich hoffe es. Ja, wir brauchen wieder Estus-Flakons. Ja. Und der sollte ja jetzt auch nicht so schwer sein. Auch wenn dann nicht rechts auch noch einer ist, irgendwo in der Ecke hinter den Fässern. Ich sehe jetzt erstmal keinen. Langsam. Gut. Es ist übrigens, die Ausdauer lädt sich schnell auf, wenn das Schild unten hast. Wenn du oben hast, lädt sich die langsamer auf. Die Ausdauer. Hast du mir gerade versperrt? Ja, natürlich. Da liegt was. Ach, warte mal, ist das... Da ist eine. Das ist so ein Bombenschmeißer. Das ist aber nicht die Seite, wo wir vorhin von der anderen Seite geguckt haben, oder? Muss ich gucken. Oh. Nee, das haben wir nicht gesehen. Kettenbrecher.